Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für eine Handvoll Donuts. Heute wieder mal eine Premiere, denn wir haben zwei Gäste hier. Wir nehmen uns von CSB gemütlich zurück und lassen zwei andere Leute sich zerfleischen. Zum einen habe ich zu Besuch Yves, schon häufiger hier gewesen. Hallo. Häufiger geworden, heute ein bisschen Schiss tatsächlich, ja. Aber mal gucken. Und zum ersten Mal ist Luke mit dabei. Ich gehe selten raus. Der Experte für das heutige Thema, würde ich sagen. Marvel. Die Erwartungen sind hoch. Ja, leider. Aber das heißt doch, im Grunde genommen bin ich jetzt automatisch Rocky Balboa. Du bist der Underdog. Das bedeutet, wenn ich verliere, bin ich Sieger der Herzen. Ja. Und wenn ich gewinne, hast du nichts drauf. Ich glaube, wenn ich verliere, dann kann ich den Kanal auch dicht machen. Egal, wer gewinnt. Egal, wer verliert, wir gewinnen. Ja. Aber ich würde sagen, stellen sich unsere Kontrahenten doch erstmal vor. Ich bin Yves und ich zeige dem Marvel-Fanboy heute, was Wissen ist. Ich bin Luke und der Moviepilot wird heute crashen. Wie immer bei Für einen Handvoll Donuts spielen wir 16 Fragen in 4 verschiedenen Kategorien. Wir spielen aber nicht nur diese Kategorien. Wir haben am Ende auch noch eine Bonusrunde, in der es auch nochmal ordentlich Punkte abzustauben gibt. Und die hat das ein oder andere Ruder nochmal rumgerissen. Also es bleibt bis zum Ende spannend. Ich würde sagen, wir schauen uns die Kategorien des Tages mal an. Die erste Kategorie ist The Askvengers. Aha. Wegen Avengers, oder? Das ist richtig. Das ist richtig. Ein sehr cooler Name, den Marius sich ausgeht. Wow. Die zweite Kategorie ist Guesser of the Galaxy. Ist auch wegen dem einen Film. Ja. Die dritte Kategorie ist Far from MCU. Und die letzte Kategorie ist Black Panther. Oh nein, wir müssen malen? Nein. Oh ja, ich bin richtig scheiße im Malen. Man weiß es nicht genau. Okay. Wer anfangen darf, das haben wir auf Social Media ausgelost, beziehungsweise haben die erstritten. Das könnt ihr euch auf Instagram etc. angucken, unten verlinkt. Und wer gewonnen hat, das war Luke. Du darfst anfangen, dir die erste Kategorie und die ersten Punkte aussuchen. Du kannst natürlich einfach wild. Eine 200 und zwar bei Far From MCU. Was glaubt ihr, worum geht's bei Far From MCU? Marvel abseits vom MCU. Richtig. Ja. Ja. Es ist ganz einfach. Es ist einfach alles Marvel. Das könnten auch Filme sein. Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht findet ihr es raus mit dieser 200-Punkte-Frage. Das ist eine Buzzer-Frage. Yay. Ich gebe euch aber 4 Antwortmöglichkeiten vor. Also müsst ihr dann einfach sagen A, B, C oder D. Alright, let's go. Das ist eine ganz einfache Frage. Welcher dieser Helden hat in den 1970ern keinen Realfilm bekommen? A. Captain America, B. Spider-Man, C. Doctor Strange oder D. Iron Man? Luke. Iron Man. Richtig. Ja. Das geht nicht. Ja, haben alle einbekommen. Ich dachte schon, du sagst, bringst den Nick Fury noch mit rein. Oh, mit David Hasselhoff. Wie war mit irgendwie War in Berlin oder irgendwie so mit Berlin? Genau. Mit David Hasselhoff. Genau. Das sind 200 Punkte für dich, Luke. Echt geil. Gut gemacht. Macht ja schon. Es steht 200 zu 0. Yves, fühlst du dich jetzt schon? Ja, du wählst die nächste Kategorie aus. Können wir auch mal das gleiche nochmal, aber mit 300. Eine sehr beliebte Kategorie bei Für einen Handvoll Donuts. Ich nenne euch 9 Fakten zu einem Film. Sobald ihr wisst oder denkt, um welchen Film es sich handelt, buzzert ihr und nennt mir die richtige Antwort. Falls sie falsch ist, 100 Punkte Abzug, aber ihr könnt direkt weitermachen. Alright. 9 Fakten, der erste kommt. Nicht IMDb. Produktionsbudget des Films betrug 258 Millionen US-Dollar. Nur für den. Der zweite Fakt. Der Kameramann drehte auch Darkman, The Matrix und Baby Driver. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt schon eine Idee und ich will es nicht tun, aber Dritter Fakt. Der Film konnte nur einen Preis gewinnen. Bester Sommerblockbuster bei den Golden Trailer Awards. Ich will es so krass machen. Vierter Fakt. Box Office Ergebnis. 895 Millionen US-Dollar. Spider-Man? 2? Falsch. Fuck. Minus 1 Punkte für dich. Kannst weiterraten. Es geht weiter mit dem fünften Fakt. Der Regisseur fand den Film später furchtbar. Sechster Fakt. Der Film spielt in New York. Oh. Das ist schon so viel. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich kann auch mal die ersten Fakten noch mal durchgehen. Wenn ihr waren das alle? Nee, es kommen noch ein paar. Mach weiter. Siebter Fakt. Viele Figuren des Films kommen tatsächlich auch im MCU vor. Sogar mit den gleichen Darstellern. Hulk. Nein. Incredible Hulk? Scheiße. Oh, nee. Er spielt auch nur am Ende in New York.
Achtens. Der Film ist Teil einer Trilogie. Ich hatte... ist das Spider-Man 1? Nein. Nein! Und der letzte Fakt. Der Held trägt mal blau-rot und mal schwarz. Spider-Man 3. Richtig. Das ist euer Ernst. Damit hast du 0 Punkte gewonnen. Ich habe für die Hälfte der Fakten das MCU durchgeguckt, bis ich festgestellt habe, welche Kategorie ich genommen habe. Nein, ich muss schon zugeben, das ist schon ein bisschen fies, oder? Ja. So, ja, aber gut. Du hast einmal falsch gelegen, Luke, deswegen 1 Punkteabzug für dich. Du hast 2 falsch gelegen, kriegst du 3 Punkte. Da steht 100 zu 100 Punkten. Das okay, ich nehme Avengers für 300. Avengers. Wie viel 100? 300. Eine Buzzer-Frage. Für 300 Punkte möchte ich Folgendes wissen. Der Hulk hat es nicht leicht mit seinen Solofilmen. Erst durfte Eric Banner im Jahr 2003 ran, dann wählte Marvel Edward Norton aus, aber auch der schaffte nur einen Film. Dann konnte endlich Mark Ruffalo etabliert werden. Aber wer wäre eigentlich schon 2008 statt Edward Norton der Hulk gewesen, wenn es nach dem Regisseur des Films gegangen wäre? Oh Gott, das weiß ich nicht. Das weiß ich irgendwo ganz tief hinten in meinem Gehirn gibt es Informationen. Wer war das denn? Keine Ahnung. Ich will nicht buzzern. Nee. Willst du nicht buzzern? Keiner traut sich. Ich gebe einen leichten Tipp. Die Figur ist auch im MCU. Ja. Also der Schauspieler ist auch im MCU drin. Oh Mann. Also, Eric Banner war es, dann Edward Norton, dann Mark Ruffalo. Aber wer wäre eigentlich statt Edward Norton der Hulk gewesen? Der ist auch im MCU. Ist das eine größere Rolle, die er im MCU spielt? Oder Na? Wollte ich noch einen Tipp geben? 300 Punkte, das ist ein riesen Vorsprung, den man jetzt ausbauen kann. Ich komme nicht drauf. Also ich weiß, dass ich schon mal gehört habe, aber ich könnte jetzt nur raten und das ist mir zu heikel mit... Ich gehe gerade alle durch, die so ein bisschen Hänflinge sind und keine Beefcakes. Und die eventuell die Schüchternen sind. Und da fallen mir gerade zwei Leute ein, die es 100% nicht sind. Ich will... Oh, da wird gepokert. Ja, trau dich. Pokern ist mal gut. Ja, ja, ja. Los. Ja. Ist es Jeremy Renner? Das ist falsch. Fuck. Okay. Ich dachte, er hat verloren und das ist cool. Willst du es nochmal versuchen oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur geraten. Nein, dann schließen wir diese super schwierige Frage und es ist Mark Ruffalo. Tatsächlich. Es ist Mark Ruffalo. War schon im Gespräch. Vielleicht hatte ich die Information doch nicht immer. Oh Gott. Er war schon im Gespräch. Darf ich übrigens sagen, dass ich Mark Ruffalo richtig schlecht finde als Bruce Banner? Ja, ich weiß. So? Ich finde, er ist einfach nur noch, also seit Tor 3 ist er nur noch Mark Ruffalo. Okay, da gehe ich mit. Als Comic Bruce Banner ist er nicht. Da mache ich tatsächlich Edward Norton am meisten. Echt? Ja, ich weiß. Okay. Aber ich finde, in der Dynamik des MCUs ist er halt gut für die Rolle. Aber er ist halt nicht wirklich. Ja. Das ist so ein bisschen wie auch die anderen Charaktere anders sind, als sie in den Comics sind. Wir haben einen Punktestand. 100 Punkte für Eve und 0 für Luke. Dann mache ich. Ask Avengers für 500. Wow! Ja, weil warum jetzt nicht? Lass wissen. Wenn es jetzt eine Schätzfrage kommt, dann hasse ich mein Leben. Es ist eine erneute Buzzer-Frage. Danke. Musik ist für Filme unendlich wichtig. Nein, das ist doch gemein. Wir alle kennen das Avengers-Theme oder die Marvel-Intro-Musik. Manchmal ist es aber kein orchestraler Soundtrack, der die Bilder auf der Leinwand unterstützen soll. Ganz oft sind es auch populäre Bands. Oh ja. In welchem Film sind folgende Gruppen zu hören? Caesar, The Calling, Nerd, Nickelback, Rob Zombie. Warte, ist es nur MCU? Weil sonst habe ich's. Ja, nun, probier's mal. Es ist Marvel. Achso, ist es Marvel insgesamt? Marvel insgesamt? Dann ist es Spider-Man. Das ist falsch. Aber Nickelback ist doch. Und die letzte Band ist Evanescence. Oh! Lass mal. Daredevil. Das ist richtig! 500 Punkte, aber es gehen 400 Punkte gehen an dich. Oh, der Ben Affleck, wa? Der war nicht, ja genau, der nicht so gute. Hab ich einmal gesehen. Ja, es reicht doch tatsächlich. Also noch schlimmer ist nur Elektro danach. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann nehmen wir nochmal Ask Avengers für 200. Nochmal Ask Avengers. Ja, die Kategorie rockt jetzt durch. Okay, ich gebe dir erst noch den Punktestand durch. 500 Punkte. Jetzt für 0 für Luke. Nochmal eine Buzzer-Frage. Ich soll ja aufhören, zu früh zu buzzern, definitiv. So. Captain America, der wohl patriotischste Held im MCU, das zeigen sein Name und sein Kostüm, oder im gesamten Marvel sogar. Aber manchmal verraten einige Menschen das amerikanische Ideal und manchmal auch die Regierung. Als das in den 1970ern passiert ist, will Steve Rogers nicht mehr Captain America sein. Unter welchem Namen ist der Luke? Nomad. Richtig. Ach, shit. Der Look in Infinity War basiert auf Nomad. Ja, deswegen, ich wollte auch... Genau. Wir haben beide ja gebuzzert. Das war was, ne? Ja.
Du holst langsam auf, Luke. 200 Punkte für dich, 500 für Eve. Du darfst aber die nächste Kategorie auswählen. Dann nehmen wir doch mal Guess of the Galaxy 200. Eine Schätzenfrage. Ah, die ganze Kategorie nur mit Schätzen. Das habt ihr absolut nicht gemacht. Weil ihr, echt, vielleicht gehe ich jetzt einfach alle durch. Vielleicht schaffst du es. Captain America schon wieder. Captain America The Winter Soldier gilt im CSB-Team als einer der besten MCU-Filme. Wie sieht es bei euch aus? Wie findet ihr den? Ist er auch. Also das und Guardians 2 sind die zwei, und Iron Man 1 sind die besten Single-MCU-Filme. Change my mind. Siehst du den? Ich finde noch ein paar andere gut, aber ja, ich finde den ist auch einer der besten, ja. Es soll bei dieser Frage aber nicht über eine Figur gehen, sondern um die fliegende Zentrale der Avengers, den Helicarrier. In Winter Soldiers kehrt der Helicarrier aus Avengers zurück, allerdings mit einigen Upgrades. Auch größer wurde er, nämlich ganz auf 25%. Wie lang ist der Helicarrier in Captain America 2? Wer soll sowas wissen? Ja, Nick Fury weiß das. Der sagt das am Anfang, glaube ich. Irgendwer sagt das am Anfang. Oh Gott, ich bin so schlecht in sowas. Was, wie lang insgesamt? In Metern. Okay, ja, in Metern. Nicht wie viel länger. Nee, 25% länger. Ja. Ach so. Ah. Also insgesamt größer Volumen, Mathe Kings. Oh. Auf jeden Fall, ich will einfach nur die Länge. Das ist doch schon vorne bis das hinten. Ding ist, dann das denkst Ding du denkst an das Model und dann stimmt das wahrscheinlich das gar Ding nicht. Das Ding ist doch schon fast eine kleine Stadt, so groß ist das. So, und ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, oder ist es einfach nur ein großes Flugzeug? Oder irgendwas dazwischen? Scheiße. Das Ding gibt es tatsächlich auch schon sehr viel länger in den Comics auch. Mhm. Ja, in diversen Versionen auch. Ich werde jetzt irgendwas Dummes schreiben, weil ich nicht schätzen kann. Wie und lang der neue? Der in Captain America 2, genau. Okay. Fuck it. Na? Okay. In Metern bitte. Nicht in Zentimetern, nicht in Kilometern. Ich fand eine Zahl, Luca, eine Zahl. Bei drei bitte umdrehen. 1, 2, 3. Ich habe noch 500 Meter. Ja, beide 500 Meter gesetzt. Und ihr liegt nicht so weit daneben. Tatsächlich ist das Ding 1400 Fuß lang. Okay, aber und das sind 426,72 Meter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr kriegt beide die Punkte. Wirklich? Das sind 200 Punkte für jeden von euch. Gut. Und damit... Was war das jetzt? 200? Ja, damit steht es wie viel? 700 zu 400. Okay. Für Eve. Dann auf jeden Fall alles außer dieser Guess-Nummer. Aber Painter, müssen wir uns Bilder angucken oder müssen wir die malen? Weil malen kann ich nicht. Du musst das riskieren. Malen ist scheiße. Dann nehme ich noch einmal. Ach, fuck it. Black Painter für 200. Für 200, okay. Bei Black Painter zeigen wir euch Filmposter und wir geben euch immer ein bisschen mehr zu sehen. Und wer zuerst weiß, welcher Film ist das hier? Buzzard. Wir haben ein Beispielbild. Wir haben ein Beispielbild, da zeigen wir es kurz. Sind es die normalen oder auch die Variant-Poster? Ist die Frage, wo denn? Ich weiß es jetzt schon, was das ist. Ich sehe das gar nicht. Was ist? Das ist Rise of Electro, Amazing Spider-Man. Das ist richtig. Den haben wir relativ einfach, aber wir können gerne mal weitergehen. Dann haben wir immer mehr. Das ist natürlich super einfach. Okay, für 200. Los geht's. Na? Avengers 1. Das ist falsch. Scheiße! Muss ich das noch, soll ich trotzdem buzzern? Kannst du. Ja. Fantastic Four 2. Fuck! Ja, Fantastic Four 1. Nein! Fantastic Four 2015. Ja, den meine ich ja. Den meinst du? Nee, das war nicht Fantastic Four 1. Ach so, ach so. Oh Gott, nee, das weiß ich nicht. Dann hast du recht. Dann hast du recht. Ja. Das ist richtig. Da hinten ist die Flamme. Ach so, ich habe 200 Punkte Abzug. Genau, 200 Punkte Abzug und du gewinnst 100, wenn ich das gerade richtig gerechnet habe. 100 weiß ich nicht. Es steht jetzt 500 zu 500, ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Luke, du hast aber recht gehabt und du darfst natürlich die nächste Kategorie auswählen. Ja, Far From MCU 500. Oh. Probieren wir mal. Ich verkack's bestimmt, aber probieren wir. Eine schöne, beliebte Kategorie. Nicht bei mir, ein nacheinander. Oh, okay. Das heißt, Luke muss anfangen mit der Beantwortung der Frage. Dann nennst du mir etwas aus dieser Antwortkategorie und dann du wieder. Und wer zuerst nichts weiß, hat verloren. Mhm. Und ich möchte von euch wissen, beziehungsweise zählt mir doch bitte nacheinander Mutanten aus den X-Men-Filmen auf. Gut, okay. Filmen. Ja. Filmen. Nicht aus den Comics. Nur diese. Oh, jetzt wäre alle in den Film. Mystique. Mystique ist korrekt. Wolverine. Ist auch korrekt. Professor X. Das ist auch korrekt. Magneto. Das ist auch richtig. Sabertooth. Sabertooth ist auch korrekt. Storm. Das ist auch richtig. Ja? Nur die X-Men-Filme oder zählt sowas wie Deadpool? Ist technisch gesehen ein X-Men-Film. Deadpool. Deadpool ist korrekt. Beast. Das ist auch richtig. Colossus. Auch richtig. Cyclops. Auch richtig.
Rogue. Auch richtig. Jubilee. Auch richtig. Angel. Auch richtig. Apocalypse. Auch richtig. Oh, der erste auch noch. ich habe nicht ganz aufgepasst, was schon da alles kam. Das ist das cool. Ja. The Vanisher. Ist es ein Mutant? The Vanisher? Aus Deadpool. Ich glaube, es ist ein Mutant. Ja, Vanisher ist richtig. Ja. Lady Deathstrike. Das ist auch korrekt. Ach du Ja. Der andere Deadpool aus Wolverine Originals ist technisch gesehen ein anderer Charakter. Ich habe es jetzt eins geführt, Waffe 11. Lass mich gelten, lass mich gelten. Ja. Juggernaut. Das ist richtig. Ich bin ganz halt mit, wie der heißt. Sind noch einige. Mhm. Ja, mir fallen gerade die ganzen Namen nicht ein, das ist ein bisschen ein Problem. Quicksilver. Ist auch richtig. Toad. Toad ist auch richtig. Was? Toad. Toad, das ist der Freund der aus dem ersten X-Men-Film. Oh Gott! Oh nein! Die sind die Filme, die ich am wenigsten geguckt habe. X23. X23? Aus Logan. Die Kleine. Ja, das zählt. Hyrule. Richtig. Oh, ja. Iceman? Ja. Ja, genau. Dann Kitty Pryde, Shadowcat. Richtig. Ihr wisst viel. Ja, X-Men ist das kann ich. Jean Grey. Das ist richtig. Psylocke. Richtig. Gott, weißt du, viele. Da sind noch ein paar, die man tatsächlich noch sucht. Ja, ja. Müssen die Namen nicht erwähnt worden sein? Ich glaube, bei einigen wird der Name nicht genannt, tatsächlich. Ich hab noch Wanda Maximoff ist existent im. Im Reboot hat er eine Schwester. Nein, aber die heißt nicht Wanda, das ist nicht Wanda Maximoff. Die wird namentlich nicht erwartet. Nee, das ist die Schwester. Okay, gut. Gold also, for your sister. Puh, lass mir mal. Die Schwester von Quicksilver ist Wanda Maximoff. Tut mir leid. Ja, aber die Filme sind. Es wird viel umgeschrieben. Unspot. Oh Mann, du weißt echt, den kenne ich nicht mal. Unspot? Sunspot. Sunspot, ja, klar. Bei Days of Future Past am Anfang. Ja. Ist auch hier drin, ja. Da ist er. Ja. Die Mutter von. Nee, ich glaube. Mir fällt dieser eine scheiß Name nicht ein. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar, die. Es gibt noch einige, ja. Die auch in mehreren Filmen tatsächlich prominent vorhanden sind. Zehn. Neun. Acht. Nein. Sieben. Sechs. Nee, mir fällt keiner mehr ein. Fünf. Mir fällt gibt's wirklich auch? Kein Name mehr ein. Nee. Drei. Okay, damit gehen. Darf ich noch ein paar nennen, einfach nur ums reinzukommen? Ja, komm, flex mal ein Sebastian bisschen. Sebastian Shaw. Richtig. Ja, den, das hab ich. Warpath. Den Vornamen nicht. Wen gab's noch? Also nur in den Filmen, ne? Ja. Aber ist jetzt scheißegal, ich habe schon zwei geflext, reicht. Aber Darwin gibt's auch. Ja. Angel gibt's auch. Also, Angel hab ich schon gesagt. Nein, es gibt zwar zwei Angels. Es gibt Angel, das Mädel und den Typen. Ja, ja, theoretisch hätte ich nochmal Sabertooth sagen können. Jason Striker zählt auch. Ja. Genau, Sebastian Shaw hast du genannt. Domino gibt's noch. Beast, Domino heißt sie. Nightcrawler. Nightcrawler. Gambit. Bishop. Gambit Caliban und Cable aus ja, Logan. Ich bin der Block aus dem. Ja, ich habe ihn auch im Kopf. Also, X-Men ist gut. Oh, Gott sei Dank. Es wären noch ein paar gewesen. Ich wollte am Anfang Peter sagen, aber der ist kein Mutant. Der ist einfach nur dabei. Der ist einfach nur dabei. Das heißt. Und der Uwe bin auch dabei. Hat Runde 500 Punkte. Fuck. Gehen an Eve und der wird damit vierstellig. 1000 Punkte für Eve. Ich habe gesagt. Luke 500 Punkte und Eve, du darfst die nächste Kategorie auswählen. Black Panther für 300. Black Panther für 300. Gleiches ist das gleiche wieder mit Bilderposter? Gleiches Spiel. Ich blende euch wieder ein, beziehungsweise die Regie blendet euch Bilder ein. Los geht's. Black Widow. Das ist falsch. Nein, wieso bin ich so doof? Multiverse of Madness. Nein. Falsch. Was? Blade. Richtig. Ja. Das ist Blade. Ach ja, och. Nee, das hätte ich auch gar nicht gewusst. Okay, das heißt 200 Punkte habe ich auch gekriegt. Das heißt 1200, wenn ich das richtig verstehe. Das und das sollten wir durchstreichen. 300. Neuer Punktestand. 1200 Punkte für Eve und 400 für Luke. Aber Black Panther für 500. Oh, okay, ist deine Kategorie, ja? Ich sterbe. Ich versage.
Ich weiß, was kommt. Das wird witzig. Okay, viel Spaß mit 500 Punkten. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger. Nee. Welcher Film ist denn hier? Ach du Scheiße. 500 Punkte, das ist schwierig. Ja, ja, weiter. Aber garantiert Marvel. Ja. Weiter. Na? Oh, na, gibt's schon. Oh, ich will es machen. Ich will es so krass machen. Tu's doch, trau dich doch. Soll ich wirklich machen? Du hast einen riesen Vorsprung. Also, soll ich wirklich machen? Probier's. Es gibt zwei Sachen, die ich gerade im Kopf habe. Und das eine hat was mit dem Quiz zu tun? Gar nichts im Kopf. Okay, ich mach's. Ist das Howard the Duck? Was ist sicher? Wenn er mich schon so fragt, dann ist es wahrscheinlich falsch, aber... Nee, das ist korrekt. Bam! Das ging relativ zügig. Ja, das Poster haben wir bei uns im Büro hängen. Okay, ich kannte das Poster gar nicht. Aber, ja, aber als du es gesagt hast, dachte ich, ja, der Stil passt. Und auch humanly Zeit. Possible, dachte ich mir. Das heißt, wir sind jetzt bei 1,7 für mich und 400 für ihn. Und das können wir streichen. Aber habt ihr Howard the Duck gesehen? Ja, toller Film. Ja. Und wie findet ihr seinen... Boobs. Seinen neuen Auftritt im MCU? Seth Green, kann man nicht zählen, sind nette Cameos mehr. Aber soll es nochmal einen kompletten Film geben, was meint ihr? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, so, das soll es geben oder wollt ihr den sehen? Ich glaube, dann muss tatsächlich das Mocap besser sein, weil wenn man sich sowas anguckt wie Rocket Raccoon und Groot, die sehen gut aus. Und der sieht halt wirklich aus wie ein Charakter, wie so viele Marvel-Charaktere, die vor meinen Augen rendern. Ja, der sieht halt so aus, wie der ist halt dort 20 Frames zu sehen, dann ist das halt so. Ja, genau, deswegen, aber als kompletter Film. Ja. An sich cool, aber ich sag mal so, dieses Dumpster-Fire, dass Howard the Duck der Klassiker ist, der ist so toll auf seine beschissene Art und Weise, den kannst du nicht replizieren. Das ist so ein bisschen, probier mal The Room nachzumachen. Ich fände das eigentlich... Mit Dwayne Johnson und Kevin Hart? Nee, wer macht denn das? Nee, das ist so ein... Es gibt ein Remake auf jeden Fall. Das ist so ein Charity-Ding. Howard the Duck, was da so gezeigt wird, glaube ich, wird nicht mehr im MCU stattfinden. Nein, deswegen ist MCU zu safe. Ja, mit übrigens nur noch fast, also diese Gesser, da bin ich scheiße drin. Deswegen mache ich kann mir jetzt 100er aussuchen und deswegen sage ich nochmal Black Panther für... Holla! Black Panther für einen. Dann sind wir eine Kategorie los. Ich kann auch bald gar nicht mehr aufholen, außer du machst alles falsch. Es gibt noch die Bonusrunde. So, bitteschön. Welcher Film ist hier gesucht für 100 Punkte? Ich meine es zu wissen, ich will es noch nicht machen. Das ist deine Kategorie, aber du hast einen Vorsprung. Du kannst einfach, wenn du falsch liegst... Nee, aber ich will jetzt trotzdem nicht Punkte so verschenken. Deswegen eins weiter, bitte. Also es sei denn, Luke sagt eins nicht weiter. Kannst du vergessen. Ne? Ach, Mann, Oh! Ist das, was ich denke? Nee. Oh, doch! Ist der 2002er Hulk. Ist 2003er Hulk, aber das ist Wie fandet ihr den? Ich finde den nicht gut. Also Sebastian mag den, ja. Ich finde den nach wie vor scheiße. Ich finde es einfach nur sehr interessant, dass es so mehr oder weniger wirklich die Vorgeschichte von dem Incredible Hulk ist, also das ist halt alles, was in dem Film passiert, oder? Ist informationstechnisch wichtig für den anderen Teil, aber es ist nicht der erste Teil. Und es ist nicht kanonisch eigentlich. Ein Schauspieler ist der gleiche Schauspieler, aber sie haben alle ähnliche, also das ist so, als ob jemand einen Fanfilm gemacht hätte, aber vorher. Okay, von den gleichen, weil die Figuren sehen schon den sehr ähnlich, die danach gecastet wurden, außer Banner. Jennifer Connelly war Betty, ja genau. Und es war Ang Lee. Und er hatte halt dieses geile, dieses Comic-Panel, das war sehr cool. Aber das sieht scheiße aus. Aber es fing dann für mich scheiße zu werden, als dieser mutierte Pudel kam. Oh ja. Also Nick Nolte ist ja der Vater von Eric Banner und der große Gegner im Film. Und auch der Endkampf ist ja so, und sie wolkenmäßig zusammen und plieber. Also dann lieber sowas wie Scott Pilgrim, das ist geil. Ich kann mich kaum noch dran erinnern an den Film, ehrlich gesagt. Ich habe so lange gesehen. Kino gesehen. So, du darfst die Kategorie aussuchen. Genau, du hast 100 Punkte gewonnen. Ja, ich glaube, das 500. Guess of the Galaxy 500. Probier was. Shit. Für 500 hast du gesagt? Mhm. Hat er gesagt. Ich hätte diese ganze Kategorie nie gewählt. So viele Filme und Serien im MCU. So viele Auftritte der beliebten Helden und Heldinnen. Ich will von euch wissen, wer sind die Top 3 Figuren im gesamten MCU mit der meisten Screentime? Und schreibt dazu, wie viele Minuten sie jeweils zu sehen sind. Oh, wirklich? Wie viele Minuten? Ja. Oh, aber das heißt, es gibt 2 Punkte, es gibt Punkte für wer die Top sind und insgesamt der Nächste dran ist. Ansonsten gibt es gleiche Punkte für alle. Okay, Warte. Screen Time. Von allen Filmen. Ja. Oh Gott, von allen zusammen. Und Serien. Kriegen Taschenrechner? Nee.
Das heißt schätzen, nicht Ich weiß, aber so ein Marvel-Film ist im Schnitt 120 Minuten. So im Schnitt. Und muss es auch noch in, zwingend in Minutenzahl sein, kann ja auch in Stundenzahl. Müsste ich hier umrechnen, das möchte ich nicht. Also ich habe auch gar keine Ahnung, ich bin gerade nur bei den Köpfen vor allem. Ja, denk jetzt mal drüber nach, wer sind die ja, Personen, die am häufigsten zu sehen sind. Ja, das ist klar, wer die sind. Springst du mal bei dir? Weiß ich okay. Nicht. Das würde ich nicht sagen, dass das so klar ist. Ja, ja. Also ich habe mir, es gibt so eine Top-20-Liste, ja. Da hat sich mal auf Reddit die ganze Mühe gemacht. Ich war überrascht von einigen Figuren, dass sie weniger da sind. Ja. Das wird halt auch durch die Serien dann so ein bisschen geskewt, ne? Also, falls ihr es nicht wisst, Guess it. Ja, das ist ja Guessing auf der genau. Galaxy. Das ist echt. Das ist, ich sag mal so, das ist viel. Das ist verdammt viel. Ich guck mal hier. Das war schon viel zu viel. Ja, okay. Und geht's um die Figuren oder wie Schauspieler? Ich weiß ja noch, Schauspieler, aber. Sehr wurscht. Also beides gilt, weil. Überlegen, naja, wenn ich jetzt Spider-Man schreibe, dann rechne ich halt dann auch noch andere Spider-Man dazu, ne? MCU. Nur MCU. No Way Home. No. Da ist mehr Screen Time. Du hast recht. Ja gut, aber die durften halt. Ja, aber die sind ungefähr zur gleichen Zeit immer zu sehen, das stimmt schon. Ja. jetzt noch ein paar Minuten dazu und dann. Ich sag mal 80 und. So. Okay. Ja, beide Antworten. Also, bei mir ist auf der 1 ist auch viel. Ist Thor. Thor. Thor, ja, weil der spielt in 3 Solo-Filmen mit. Die sind fast alle 2 Stunden, also 120 Minuten. Er spielt in allen Avengers-Filmen mit. Mhm. Oh Gott, aber da habe ich gerade so getan, als wäre er die ganze Zeit onscreen zu sehen. Ja, genau, du hast auch sehr hohe Zahlen. Deswegen habe ich viel zu viel gemacht. Oh Gott. Also, ich nenne jetzt erstmal die 3 Figuren. Wir machen erst mal Platz 1. Thor. Wen hast du, Luke? Auf Platz 1 habe ich Robert Downey Jr., also Tony Stark, was aber, glaube ich, falsch ist. Wie viele Minuten? Ich glaube, es war ich das. Ich habe 260 Fall. Minuten. Okay. Die richtige Antwort ist Iron Man, Tony Stark. Ah, Tatsache. Und deswegen brauchst du auch die Minutenzahl nicht mehr zu nennen, weil dann gibt es keinen Vergleich. Okay. Schon mal einen Punkt, für, also quasi einmal Häkchen richtig. Er ist gesehen, 356 Minuten. Da bin ich ja gar nicht so. Ich wollte erst 300 Minuten machen. Ich hab 2000 Minuten. 2000 Minuten? Hat die eine Null noch gefehlt? Nee. Ich hab die ganze Zeit Screentime, ich hab den ganzen Film berechnet. Das ist das Ding. Deswegen, ich hab die Aufgabe sowieso verkackt. Der Punkt wird krass an ihn gehen. Deswegen, man sollte meinen, dass bei Robert Downey Jr. viel mehr ist, weil er halt in fast allen Filmen irgendwie auftaucht. Aber manchmal ist er halt nur so eine Minute. Der erste Iron Man sind ca. 90 Minuten, der zweite sind ca. Das ist ja auch nicht in jeder Szene. Die werden immer länger, die Filme. Ca. nochmal 90, Iron Man 2 ist 2 Stunden. Ja. Wer ist euer Platz 2? Dann ist trotzdem Thor. Nicht ändern. Ja, ist das so. Aber dann ist es, also mein Platz 2 ist Tony Stark, aber das ist deswegen ja. Wen hast du auf Platz 2? Black Widow. Beides falsch. Oh. Es ist Thor. Ja, das ist doch toll. Es ist Thor mit 290 Minuten. Oh, ja, und okay, wen habt ihr auf Platz 3? Black Widow. Das ist bei mir die 3. Ja, da habe ich jetzt Hawkeye. Okay. Auch beides falsch. Ja. Okay. Es ist tatsächlich Spider-Man. Es ist Spider-Man, mit 245 Minuten. Trilogie und der letzte Film ist 3 Stunden lang und da ist fast in jeder Szene. Ja. Guck, aber du hast die meisten richtig quasi. Ein. Dafür gehen 500 Punkte auf dein Konto. Ja, genau. Alter. 1000 Punkte für dich, 1700 Punkte immer noch für Eve. Uff. Hier gibt es keine Abzüge für falsche Kategorie. Guess of the Galaxy 300. Scheiße. Ich hasse es. Halt dir die Schiffe bereit. Ja. Ich hasse es. Ghost Rider. Oh. Nicht gerade der beliebteste Film von Marvel, aber hey, wer Nicolas Cage liebt, wird auch diesen Film irgendetwas abgewinnen können. Es gab Gerüchte, dass Cages Sixpack aus dem Rechner kommt, also CGI sei. Das wurde entsprechend aber schon dementiert. Allerdings sieht es bei seinen Haaren etwas anders aus. Die kamen zwar nicht aus dem Rechner, sind aber trotzdem künstliche Haarteile. Wie lange musste an der Frisur jeden Drehtag gearbeitet werden? In Minuten, bitte. Wie lange musste Wie lange saß er in der Maske, um diese Frisur hinzubekommen? Die einfach unecht aussieht. Ja, In Minuten. Okay. Eine Stunde, Minuten umrechnen. Okay, ich hab was, aber ich glaube, es ist falsch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil diese Masken, also es ist nur die Haare allein. Es geht nicht um dieser Maskenprozess sonst. Weil die Masken, die dauern ja schon immer. Ich muss ja nur nah rankommen. Okay, ihr habt beide was? Ja. Ich hab bei 3 umdrehen. 1, 2, 3. 120 Minuten. 120 Minuten gegen 300 Minuten und einer von euch ist näher dran. Es gibt keine Punktlandung.
Es hat tatsächlich richtig lang gedauert. 3 Stunden. Das sind 180 Minuten. Damit ist Eve näher dran. Shit. Ja, ich habe überschossen. Ich hatte echt gehofft, dass es länger ist und deswegen. Das heißt, das nochmal 300 habe ich jetzt bekommen, wa? Genau. 2000 Punkte ach, für Eve. Kacke. Luke 1000. Eve, nächste Kategorie. Kannst du mir alle falsch machen? Ask Avengers für 100. Ah. Ask Avengers für 100. Oh, ja eine beliebte Kategorie bei Fernand von Donuts, das gute alte Zitate raten. Oh yeah. Ich nenne euch 3 Zitate. Die sollten tendenziell immer leichter werden von der Erkennbarkeit. Wenn ihr es wisst, buzzert ihr. Falsche Antwort, 100 Punkte Abzug. Ihr dürft dabei immer weiter raten. Mhm. Hier kommt das erste Zitat. Aber sollen wir den Film mal ran oder den Charakter? Den Film. Okay. Oh. Hey, mach Musik an. Ist doch keine Beerdigung. Oh. Oh, bei Eve tut sich was mit Luke. Ich glaube, ich hab's. Ist das Iron Man 2? Das ist falsch. Scheiße. Wollt ihr das zweite Zitat hören? Ja, bitte. Sorry. Wie oft muss ich dir das noch beibringen? Nur weil etwas funktioniert, heißt das nicht, dass es nicht verbessert werden kann. Luke hat eine Ahnung, Luke hat eine Ahnung. Vielleicht musst du jetzt pokern, ja? Und ja, das klingt. Oh, was soll ich den Film sagen? Scheiße. Ohoho. Also, ja, das klingt nach einem Iron Man-Zitat. Das klingt nach Tony, der irgendwas optimiert. Age of Ultron. Falsch. Shit. Leider falsch. Noch eine Idee, jemand? Iron Man 1. Ist das falsch? Scheiße. Nee. Ich hau mir gerade alle Funken. Ich hab noch das dritte Zitat für euch und ich meine, man könnte es jetzt definitiv haben. Du bist ein guter Mann mit einem guten Herzen und es ist nicht leicht für einen guten Mann, König zu sein. Achso, du bist ein guter Mann mit einem guten Herzen, doch es ist nicht leicht für einen guten Mann, König zu sein. Das ist entweder Black Panther oder Thor. Ich fest? Ich sag aber Black Panther. Das ist korrekt. Ja. Aber minus 100 Punkte ja, deswegen. Für dich. Scheiße. Aber also damit 100 Punkte für jeden abgezogen. Okay. Damit steht es 1900 zu 900. Dann, Das war Shuri, wa? Das Zitat von Shuri. Far From MCU für 100. Eine Buzzer-Frage. 1989 verkörperte Dolph Lundgren diese Marvel-Figur. Punisher. Das ist korrekt. Hätte ich auch nicht gewusst. Nicht gewusst. Ne. In diesem gleichnamigen Kultfilm. Es war der erste Kinofilm über diese Marvel-Figur. Es folgten 2 weitere Verfilmungen und eine Serie. Ja, dann bleibt ja jetzt nur noch übrig. Die Nerd Factory Maske fällt. Das Wissen ist alles nur gelogen. Guesser of the Galaxy für 100 ist das letzte, was noch ist. Deswegen meine Lieblingskategorie nochmal. Sich hier. Da holt die Stifte raus. Es ist ja für 100, das heißt, die müsste vielleicht leichter sein. Ich stehe wieder falsch. Ja, man kann die Zahl durchaus mal gelesen haben. Ich möchte ganz einfach von euch wissen. Wie viel hat das MCU bisher so eingespielt? Jetzt aktueller Stand. Jetzt bis Love and Thunder. Fuck. Also es ist nicht allein Endgame und Infinity War, waren so 2 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Scheiße. Ich glaube mittlerweile, traue ich mich das jetzt? Oh, jetzt gepokert. Wir müssen ja so oder so eine Antwort geben. Also sagen wir mal so, ne? Von dem Geld kann man einen richtig guten Urlaub machen. Ja, richtig gut. Also ich hänge mich jetzt aus dem Fenster. Ich sage. Das ist aber nur die Box-Office-Sachen. Nur die Box-Office-Sachen, ne? Aber trotzdem, das sind ja allein 25 Filme oder so. Oder also 27 fast Filme. Fast 30. 2 davon haben viel eingespielt. Moment, und also sind auch nur die Filme, weil es nur die Box-Office-Sachen sind. Ja, klar. Sind. Okay. Einer hat noch so viel. Also jetzt noch so die Streaming-Einnahmen von Disney Plus aufzurechnen auf die jeweiligen Filme. Ja, das ist ja sowieso nicht ganz. Ja, boah, ich muss ja noch näher dran sein, aber. Okay, ich hab's. Das soll hier. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich. Ich mal ein bisschen beide was. Auf 3 bitte umdrehen. 1, 2, 3. Ich drücke vor 6 Milliarden. 11. Gegen 11 Milliarden. Hui, unterschätzt das MCU ganz schön gewaltig. Ich hatte erst eine 2 vorne stehen, aber dann war ich mir nicht sicher. Shit. Nee, er ist näher dran. Du hast höher gepokert, du bist näher dran, aber auch noch weit weg. Euch beide zusammen ist immer noch nicht drin. Es sind 28,7 Milliarden. Wow. Ey, ich wollte 25 Milliarden schreiben, aber dann dachte ich so, dann muss ja fast jeder von den Filmen eigentlich das eine Mal nicht exorbitant irgendwas aufschreiben. Und das hat es mir so viel. Das heißt, wie steht's jetzt? Wie viele von denen haben denn mehr als 2 Milliarden? Es sind ja nur Endgame und Infinity War, oder? Nee, da geht's hier noch mehr auf. Ja, No Way Home hat auch richtig viel. 1,7 Milliarden gemacht. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Far From Home hat die Milliarde geknackt. Ja, ich weiß, das ist ein paar Milliarden. Black Panther hat die Milliarde geknackt. Aber ich dachte, das ist nicht
Weil das sind ja und nur so viele haben 500 gehabt, ja. Und das mal zwei. Das aber ist das, ist ja nichts in dem, das sind ja nicht viel mehr Filme als jetzt Milliarden da. Deswegen dachte ich, das muss ja fast jeder gewesen sein. Die ersten haben ja fast nichts eingenommen. Ja, dann haben wir einen Endpunktestand von 2000 Punkten für Eve zu 1000 Punkten für Luke. Aber noch nichts verloren, denn es geht weiter in der Bonusrunde. Herzlich willkommen in der Bonusrunde. Wir spielen heute Fragengewitter. Ich stelle jedem von euch einen Haufen Fragen, für die ihr jede richtige Antwort 100 Punkte bekommt. Es gibt keine Minuspunkte. Eve darf heute anfangen. Ich stelle diese ganzen Fragen hintereinander. Du hast eine Minute Zeit und beantworte so viele, wie es geht. Lass mich raten, es geht um Marvel? Es geht um Marvel. Krass. Was für eine Überraschung. Zeit läuft los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Ich muss nicht mehr buzzern, weil du musst einfach nur ein Gespräch zwischen dir und mir, wir lernen es ein bisschen besser kennen. Genau. Wie geht's dir eigentlich? Ich stehe einfach hier und verliere, das ist okay. Genau. Geht's dir eigentlich gut? Mir geht's gut. Geht's dir auch gut? Wunderbar. Geht's dir auch gut? Geht's euch auch gut? Schreibt es in die Kommentare. Achtung. Okay. Beginnt recht einfach. Wer steckt in der Rüstung von Iron Man? Robert Downey Jr. oder Tony Stark? Ja. Was war die richtige Antwort? In welchem Stadtteil lebt Peter Parker? Queens. Yep. Wer spielt den Punisher in der Serie ab 2017? John Bertha. Ja. Wie viele Infinity Stones gibt's? 6. Unter welchem Namen ist Johnny Blaze bekannt? Human Torch. Falsch. Achso, falsch. Ghost Rider. Wie heißt der Bruder von Susan Storm? Weiter. In welchem Jahr starb Stan Lee? 2019. Falsch. Wie lautet Lokis Nachname? Lofi-san. Richtig. Welche Rolle hat Bradley Cooper im MCU? Rocket Raccoon. In welchem Jahr kam Logan in die Kinos? 2017. Richtig. Welchen Oscar gewann Spider-Man in New Universe? Bester animierter Film. Ja. Wer war Captain Americas erster großer Gegner in den Comics? Red Skull. Richtig. Wie viele Ghost Rider-Filme mit Nicolas Cage gibt es? 2. Wer wird den Red Hulk spielen? Harrison Ford. Wie heißt die Hauptstadt von Wakanda? Gibt's eine? Keine Ahnung. Wakanda City. Stopp. Birnenzana. Okay. War das okay? Das sind 11 richtige Antworten von dir gewesen. Das sind 1.100 Punkte. Das macht einen Gesamtpunktestand von 3.100 Punkten. Klar, no pressure. Dich. Das heißt, ich muss jetzt 22 Fragen beantworten. Ja. Wie viel Zeit habe ich? Eine Minute. Schaffst du. Du bist doch Mr. Marvel. Bald nicht mehr. Bist du bereit? Nein, aber ja. Okay, dann geht's los, wenn ich die Frage gestellt habe. Wer spielt den Titan Thanos die meiste Zeit? Ich habe den Namen des Schauspielers vergessen. Josh Brolin. Richtig. In welchem Jahr kam der erste Iron Man Film ins Kino? 2008. Welche Farbe hat der Reality Stone? Rot. Aus welchem Land kommt Professor X? Aus Amerika. Ja. Wie viele Blade Kinofilme gibt es? 3. Ja. Wie heißt der Onkel von Peter Parker? Ben Parker. In welchem MCU Film spielt Jeff Bridges mit? Iron Man 1. Ja. Wer verkörperte Nick Fury 1998 im Film Agent Nick Fury Einsatz in Berlin? Habe ich vorhin gesagt, David Hasselhoff. Richtig. Welche Partikel geben Ant-Man seine Kraft? Pym-Partikel. Ja. Wie heißt Dr. Banner mit Vornamen in der Hulk-Serie, die ab 1978 lief? Oh, weiß ich. Eric. Nee. Doch. Eric. Nein. Hä? Nee, das ist der Schauspieler. David, oder? David Banner, ja. Unter welchem Geheimdienst arbeitete Black Widow, bevor sie zu S.H.I.E.L.D. wechselte? Bei KGB. Über welches Land herrscht Dr. Doom? Latveria. Ja. Unter welchem Namen kennt man Kurt oder Curtis Connor noch? Darfst du noch sagen? Keine Ahnung. Desert. Ah, ja, der Dr. Connor, ja. Das war ja, auch keine 23. Gut, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ich hasse es, dass mir Namen entfallen von Leuten, die ich kenne und weiß, wie sie heißen. Luke, du hast es geschafft, bei deiner ersten Runde bei Fan von Luna 2200 Punkte einzufahren. Eve, nimm es mal Heimvorteil, weil er schon so oft hier war, hat es aber geschafft, 3.100 Punkte zu machen und gewinnt damit eine Handvoll Donuts. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gutes Spiel, guter Wettbewerb. Ja, sehr gut. An dieser Stelle in eigener Sache. Es gibt hier jemanden, der ständig abräumt. Sein Name ist Marco. Ich mache das Gleiche. Marco, ich fordere dich hiermit heraus. Nerd versus Kultur bei Cinema Strikes Back. Wenn du Nein sagst, naja, du magst Alien 4, was soll ich sagen? Wir sehen uns. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Schaut euch ansonsten unsere letzte Folge für Nine for Donuts an oder dieses Quiz von Worldwide Wohnzimmer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.